So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game. Leute, ich bin stolz auf mich. Denn so ein Deck habe ich schon lange nicht mehr gebaut. Ein Deck, das so verdammt beschissen ist. Ja, ich habe wirklich... Ich hätte vielleicht Radikal Desaster nehmen sollen. Das wäre besser. Es gibt nämlich eine neue Daily Challenge. Mal abgesehen von den ganzen Pflanzensachen, die mache ich dann so. Hier, 300, 3000 Schaden mit Normal-Pokémon. Da habe ich gedacht, komm, das hilft uns bei der Booster-Challenge. Dann machst du ein Normal-Deck. Also ein Deck, das wirklich komplett normal ist. Normales Gemisch, das habe ich es genannt, weil es genau so auf mich gewirkt hat. Ihr werdet sehen. Und ihr werdet mit mir leiden. Wenn wir überhaupt jemanden finden, der mit uns spielen will. Aber ich habe wieder ein paar Geschichten für euch. Also, ich kann ein bisschen was so erzählen. Wenn die gerade nicht hier weitermachen, erzähle ich euch einfach mal das Erste. Ich bin übers Wochenende beim... Okay, jetzt geht's natürlich weiter. Ich bin übers Wochenende bei meinem Vater gewesen und schon auf der Hinfahrt ist so eine Frau eingestiegen und man hat ihr es direkt ins Gesicht gesehen. Nicht nur, dass sie Menschen wahrscheinlich nicht sonderlich mag. Es war, ich möchte fast so weit gehen zu sagen, Ekel in ihrem Blick. Also sie war nicht so sonderlich glücklich, dass sie hier mit anderen Leuten fahren musste. Und die hat etwas gemacht, was ich zum einen sehr, sehr lustig finde, zum anderen aber auch ein trauriges Zeugnis ist. Sie ist eingestiegen, hat sich kurz umgeguckt, ist schnurstracks auf die Toilette gegangen vom Zug, also so Regionalbahn, ne? Kennt ihr? Und kam erst wieder raus, als er aussteigen musste. Nur um nicht mit anderen Menschen in einem Raum zu sein. Das finde ich ist nicht... Also klar, zum einen Toilette blockieren ist eh immer doof. Zum anderen finde ich das aber auch irgendwie doof. Dann soll man nicht mit dem Zug fahren. Dann soll man... Ja... Taxi... oder irgendwas nehmen. Es ist halt... Leute, ich finde es echt nicht gut. Wenn man dann die ganze Zeit auf dem Klo sitzt, nur weil man Menschen nicht mag. Ich mag Menschen auch nicht immer, aber trotzdem verschanze ich mich jetzt nicht auf meiner Toilette. So, er hat keine Energie, das ist gut. Leute, das ist sehr gut. Da haben wir nämlich eine Chance zu gewinnen. Vams. Platzierter Platscher. Das ist nicht die Karte, die ich haben wollte. Mir fällt auch auf, dass ich zwar viel Platan drin habe, aber ansonsten recht wenig zum Ziehen. Das muss ich nochmal überarbeiten. So, komm, jetzt Energie und genau. So wie man das kennt. Ich meine, 3000 Schaden ist jetzt nicht gerade wenig. Wir haben 90. Also, habt etwas Geduld. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber das Deck von ihm, das kennt man natürlich. Das ist ein ganz standardmäßiges... Er guckt auch schon so angespannt. Das ist ein ganz standardmäßiges hier... wie heißt das Ding? Quajutsu-Deck. Ich bin eben ehrlich nicht auf Quajutsu gekommen. Mein Gott, ich kann echt nicht mehr reden. Leute, heute ist irgendwas kaputt in meinem Kopf. Ich weiß noch nicht was, aber es ist... Super, jetzt habe ich mal Gunio weggeschmissen, jetzt... Hier, Trump. Markus Bektor. Habe ich weggeschmissen und kriegt das Vieh. Nee, das bringt mir dann überhaupt nichts, weil ich habe von denen bisher nur eins. Aber je mehr Schaden wir machen, desto besser. Ich habe schon wieder eine E-Mail. Ich krieg oft E-Mails. Und ich muss mal an dieser Stelle großes Danke sagen. Wirklich ein riesengroßes Danke. Das muss jetzt einfach mal sein. Zum einen, weil ihr letztes Mal so gesagt habt, was für Pokémon ihr gerne hättet. Da wollte ich eigentlich auch noch ein Wort drüber verlieren. Aber zum anderen auch, weil ihr überhaupt kommentiert. Und das muss ich mal wirklich sagen. Danke dafür, dass ihr hier immer so lieb seid und mir Kommentare schreibt. Es wirkt nicht immer so, aber ich freue mich da wirklich tierisch drüber. Ich bin immer unheimlich glücklich, wenn Leute kommentieren. Und, ja.
Da gibt es so einige Namen, die ich da öfter mal lese. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, ich weiß es, wessen Namen ich da besonders hervorheben möchte. Das Problem ist, mein Handy ist gerade rausgegangen. Ja, das ist natürlich jetzt unvorteilhaft, wenn unser Gegner nicht hinmacht. Moment, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Okay, Ray und Sebastian, euch beide wollte ich hervorheben. Es tut mir leid, dass ich da eben nicht sofort die Namen im Kopf hatte. Das lag aber teilweise nicht mal an euch. Nee. Soll ich das Dummy einfach mal aus dem Verkehr ziehen? Ich meine, das besorgt hier Energie. Kriegen wir das hin? Nee, es hat ja keine. Nee, müssen wir vier mitmachen. Tut mir leid, dass ich euch da jetzt nicht sofort nennen konnte. Ich wollte einfach nichts Falsches sagen. Ich habe ein paar Entwicklungs-Pokémon tatsächlich hier drin. Sieht man jetzt nichts von. Ja, ich finde es also sehr, sehr schön, dass ihr da immer so toll kommentiert. Ich finde das toll. Und zu meinen Pokémon, ich hätte wahrscheinlich noch ein Abra. Weil das merke ich immer wieder, wie ich irgendwo auf Bahn warte oder sowas. Und dann denke ich mir, ja, wenn du dich jetzt nach Hause teleportieren könntest. Und dafür so ein Abra, das hätte ich gerne. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ach ja, ich habe auch nicht so nette Kommentare bekommen. Das darf ich an dieser Stelle auch mal sagen, wenn ich eben solche Sachen kriege. Wo ich mir dann auch gedacht habe, das kann man auch irgendwie netter formulieren. Wir haben hier nur Kopfsommer. Was ist denn heute los? Ich meine nicht, dass ich mich beschweren will, aber ja, funktioniert. Nee, da habe ich Kommentare bekommen. So, das guckt ja keiner. Warum schaltest du Werbung? Verdienst daran ja eh nichts. Und ja, zum einen schalte ich Werbung. Habe ich auch gemeint, wegen dem einfach fürs Gefühl. Ja. Ihr fühlt euch da dann so ein bisschen sicherer, weil ihr könnt einfach spenden, indem ihr Videos mit Werbung guckt. Ich finde, das ist auch schon viel wert. Einfach mal Werbung gucken. Warum sind wir jetzt benachteiligt? Fähigkeit kann nicht eingesetzt werden. Ja, okay, halten wir normal. Man muss es hier sich ja nicht immer kompliziert machen. Und das Vieh ist eh nächste Runde tot. So oder so, weil dann hätte ich einfach Kukui benutzt. Ja, und einfach bloß wegen dem Gefühl, dass man halt das Gefühl hat, man kriegt was zurück für das, was man sich. Wo man sich hier die Mühe macht. Klar kriege ich nicht viel. Ich krieg vielleicht für ein Video, wenn es gut läuft, 2 Cent, ja. Ist halt jetzt nicht viel. Aber man macht das ja nicht wirklich fürs Geld. Ganz ehrlich, wer mit YouTube reich werden will, der hat den Schuss nicht gehört. Moment mal, wie viel kann ich heilen? Heile jedes Mal, wenn du eine Energiekarte aus deiner Hand an einen Pokémon anlegst, bei jedem Pokémon 90 Sch Punkte. Machen wir mal. Ja, ist wieder fit. Nee, ziehen will ich jetzt noch nicht, auch nicht verstärken. Wir hauen das Vieh jetzt einfach so um. Und wir werfen nur Kopf. Und nochmal zum anderen Thema, dann kam auch, ja, für mich ergibt das nicht so viel Sinn. Ja, ist einfach so. Und vor allen Dingen dieses, viele haben ja immer noch im Kopf dieses 1000 Klicks gleich 1 Euro Gelaber, was absolut nicht der Wahrheit entspricht. Man kriegt 55% der Werbeeinnahmen, so sieht es nämlich aus. Und es kommt dann halt immer darauf an, wie viel Werbeeinnahmen das Gesamt generiert. Und da kommt es dann darauf an, ob die Leute mit Adblocker gucken oder ohne, weil wenn Leute ohne Adblocker, mit Adblocker gucken, also die Werbung nicht angezeigt kriegen, dann ist das absolut unwichtig. Dann zählt der Klick nicht. Und da kommt man auch nicht auf 1000. Das war mal so ein Richtwert, den mal einer eingeführt hat. Passt halt nicht. Ja. Da haben die Leute einfach falsche Vorstellungen oftmals. So, Typ 0. An Typ 0 kann man sogar mal so eine Hantel anlegen. Und Energie. Die Hantel bringt noch nicht so viel. Ich habe auch die Weiterentwicklung. Sag mal, was ist denn heute los? Das.
ist auf unserer Seite gerade. Dass wir mit dem Deck gewinnen. Ja. Und die gleiche Person hat dann auch unter Pokémon Revolution geschrieben, ja, warum machst du das überhaupt? Guckt sich doch eh kaum einer an. Ich mach sowas nicht nur für euch, ich mach sowas teilweise auch, weil ich Spaß dran habe. Das kann ich auch mal sagen. Ich habe daran Spaß und ein paar Leute von euch haben auch Spaß. Und manche gucken Sachen erst, wenn es eben fertig ist, weil sie nicht so viel Zeit haben. Oder wenn sie eben mal Zeit haben, gucken sie rein. Und für die Leute, denen es Spaß macht, mache ich das. Ich mache das doch nicht, um reich zu werden oder um jetzt zigtausend Leute zu erreichen. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe und weil ihr Spaß dran habt und weil ich mich immer über jedes Kommentar freue. Weil, ganz ehrlich, auch wenn ich ein bisschen was dafür krieg, also, ja. Im Monat kriege ich keinen zweistelligen Betrag, das kann ich euch sagen. Okay, er wäre dreistellig, wenn man die Cent zählt, ne? Wenn man nicht in Euro, sondern in Cent rechnet, dann ist es dreistellig. Ja, also, ich sag mal, ich krieg zwischen 5 und 8 im Monat, ja. Das ist jetzt nicht viel. Und daher ist mir das auch völlig egal. Und ihr unterstützt mich schon, indem ihr einfach mir kommentiert, Daumen nach oben gebt. Da freue ich mich drüber. Und wenn es nur sowas ist, yay, der Part hat viele Daumen nach oben. Da freue ich mich. Ich freue mich jedes Mal. Sebastian, du hast das zum Beispiel kommentiert. Und ich finde das super. Ich freue mich jedes Mal, wenn du kommentierst. Egal, was du schreibst. Also klar, wenn du schreibst, was bist du denn für ein Depp, würde ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr so freuen. Aber ich freue mich einfach dafür, dass ich Kommentare kriege. Und ich finde, dafür darf man sich freuen. Und Leute, was einem YouTuber wirklich hilft, sind, klar, Spenden helfen auch. Wenn ich mal wieder einen Livestream mache, könnt ihr spenden. Ihr könnt auch so spenden. Aber Livestream ist halt immer komfortabel, weil ihr es dann direkt seht. Und wenn ihr das macht, dann freue ich mich. Das fände ich wirklich super, wenn wir das mal wieder einführen könnten, dass ihr mal im Stream ein bisschen was spendet. Nein, müsst ihr gar nicht. Komme ich mir bloß wieder schäbig vor. Aber ihr unterstützt mich schon, wenn ihr Werbung guckt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr kommentiert, unterstützt ihr mich ganz besonders, weil ich dann noch mehr Freude an euch habe. Also so könnt ihr mich unterstützen. Warum kann ich gerade nicht angreifen? Warum kann Kommandutan jetzt keine Psychokinese? Ich dachte, das liefert Spezialenergie. Doppel. Na gut. Ist egal, machen wir das hier. Haben wir es auch. Macht sogar mehr Schaden. Ist noch ein Relaxo. Jetzt haben wir nur mit Basis-Pokémon gekämpft. Ich glaube, ich tausche die Hanteln gegen diese Gurte ein. So, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt habe ich aber gar nicht aufgepasst. Wie viel haben wir eigentlich von dieser Herausforderung jetzt gemacht? Fast 1000 Schaden. Also, klar. Jetzt nicht so viel, aber man muss das Ganze positiv sehen. Gut, Leute. Ich hatte aber was versprochen, was ich nicht gehalten habe. Das muss ich mal ganz... Muss ich mal nachholen. Hier. Ich habe gesagt, ich zeige mal meinen Counter-GX-Stack, damit ihr mir noch so ein paar Tipps gebt. Was ich daran eventuell verbessern könnte. Wenn ihr Tipps habt, schreibt sie mir jetzt bitte in die Kommentare. Ihr wäre ganz, ganz lieb. Schreibt mir auch andere Sachen einfach in die Kommentare. Und wenn ihr nur sagt, wie ihr den Part fandet und wenn ihr ihn schlecht fandet, fandet ihr ihn schlecht. Ich zeige das andere Deck auch nochmal, das normal gemischtes, wie ihr das Deck fandet. Ich habe gar nicht so viele Entwicklungen. Ich habe das Deck ein paar Mal umgebaut, also das werde ich dringend ändern. Gut, Moment. Ich soll vielleicht auch bis zum Ende scrollen. Wäre vielleicht ganz klug. Aber hier... Achso, wenn du mehr verbleibende Preiskarten als dein Gegner hast. Achso, ja. Gut, lesen hilft. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen früh ist, lasst ihr mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da. Ein Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Wisst ihr, freue ich mich immer über die beiden Sachen. Habe ich ja eben groß und breit erzählt und versucht, die Sachen ein bisschen nett zu formulieren. Dann freue ich mich ein bisschen mehr. Und ja, jeder von euch 40 einfach mal kommentieren. Weil ungefähr 40 gucken es am ersten Tag. Also kommentieren, da freue ich mich tierisch. Und
Vielleicht kriege ich bis zum nächsten Mal die Kohle zusammen. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe nicht so viel Zeit, aber wir gucken mal. Vielleicht kriege ich die Kohle zusammen, dass wir beim nächsten Mal schon die Booster-Challenge angehen können. Also, bis dann, euer Wolf.